der Hauptaufgaben des VDE ist die Vernetzung. Wir möchten Studierende vernetzen mit Industriepartnern, Studierende vernetzen hochschulübergreifend, Studierende vernetzen mit der Wissenschaft und auch die Industrie natürlich damit einbinden. Das war Ziel dieser Veranstaltung VDE Zukunftsforum, die wir erstmalig hier in Schweinfurt ausgetragen haben, ganz im Zeichen der Energiewende. Die Energiewende ist ein sehr aktuelles gesellschaftliches Thema. Die Energiewende passt auch hervorragend zu dem, was wir hier an der Hochschule im Rahmen der Forschung machen, zu dem, was die Industriepartner hier aus der Region im Rahmen ihrer Tätigkeit machen. Und so kommen also die richtigen Leute in diesem Kontext in Kontakt. Wir hatten dafür tolle Vorträge aus allen Sparten von Politik über Wissenschaft, Wirtschaft und von den Young Professionals. Wir hatten einen tollen Netzwerkabend, der ganz im Zeichen der Mobilitätswende stand, weil wir haben nämlich hier ganz groß adressiert, dass man die Energiewende ganzheitlich denken muss. Das Zukunftsforum 2023 soll in Landshut stattfinden. Wir möchten es gerne jährlich veranstalten. Wir möchten auch die Themen rotieren und wechseln lassen, sodass wir da den jungen Leuten auch entsprechende Plattformen bieten, sich auch mal zu anderen Themen auszutauschen.